Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Jawohl, werde ich tun. Damit wir es zu tun haben. Oh, Tundra-Baumwolle. Alter, das ist ja voll das Schlachtfeld hier. Ich glaube, ich muss meinen ENB-Series-Mod mal wieder raushauen. Weil irgendwie sieht die Grafik doch nicht so geil aus. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Rocky und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ja, das ist ja toll. Ja, und jetzt? Kynaret rette uns. Er kommt zurück. Wo denn? Wo? Hier ist doch gar kein Drache. Lüg mir nicht an, hier ist kein Drache. Heilige Scheiße, ein Drache! Eieiei. Da ist ein Drache, den wir töten müssen. Das ist ja fein. Auch der Rauch vernebelt hier alles. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ach, da vorne ist er. Ah, toll. Jetzt habe ich gerade das Flammenmeer gemacht und der haut ab, der Wichser, ey. Mirmolnir heißt der. Da. Boah. Schnell in Sicherheit bringen hier, nicht, dass wir uns auch noch abfackeln. Junge, Junge, Junge. So, der ist jetzt gelandet. Oder nee? Doch. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Ach, da oben. Der fliegt ja immer durch den Rauch durch und dann sehe ich das nie, wenn er irgendwo hinwendet. Da oben. Boah, Junge. Der macht ja Damage. Ja, jetzt fresse ich hier gerade schön dem die HP weg. Da ist er wieder. Fein, der ist auch gerade gelandet. Das heißt, ich kann hier schön mein Flammenmeer verschmeuen und zudem auch noch meinen Magika auf den Kopf kloppen. Junge! Oh! Ich brauche mal eben kurz ein paar HP. Zaubertränke. Zaubertrank der geringen Heilung. Ja, da kloppe ich mir jetzt mal ein paar Stück rein. Und jetzt wähle ich mal eben eine ordentliche Waffe aus. So. Dann mache ich, glaube ich, mehr Damage. Oh, es kam wieder Mirmolnir. Da ist er. Ah, verdammt, jetzt fliegt er schon wieder davon hier. Ich glaub's nicht. Na komm, lande! So, jetzt mach ich hier mal ein paar Schläge auf seine Fresse. Einhändig verbessert sich hier andauernd, das ist fein. So, also lange. Also so langsam geht er tot, das ist fein. Nein! So langsam gehe ich aber auch tot, das wollen wir, will ich ja auch nicht. So, ein paar Zaubertränke. Ich glaube, der kann nicht mehr abheben. Ich glaube, wir haben ihn so doll geschädigt, dass der kaputt ist. Wow! Junge, was ist das denn? Ich wurde hier gerade kaltblütig aus dem Spiel rausgeworfen. So, hier, wo bist denn du, du Kackdrache? Jetzt fick dich weg. Ah, so. Nein! Oh, das ist doof, Mann, du Arschloch. Also, das fand ich jetzt ziemlich scheiße. Also, da konnte ich jetzt überhaupt nichts für, weil ich hier aus dem Spiel rausgeworfen wurde und dadurch nichts machen konnte. Oh, das ist jetzt auch falsch. Jetzt bin ich angepisst. Richtig doll angepisst, ne? Also kann man dann blocken, okay. Naja, dann wähle ich jetzt noch eben für rechts, also für unsere linke Hand die Flammen aus und dann selbe Spiel nochmal von vorne. Mann, Mann, Mann. Das hasse ich, wenn
ich hier bei Skyrim aus dem Spiel geworfen werde. Da davon ist der Trupp, aber auf den warte ich jetzt mal nicht. Da gehe ich jetzt einfach mal wieder hier lang. Habe ich jetzt noch die Sachen dabei? Nee, habe ich natürlich nicht. Muss ich alles wieder aufsammeln hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, ich weiß ja, wo die hier die ganze Zeit lagen. Und die brauchen eh noch ein bisschen. Das heißt, ich kann mich hier in der Umgebung nochmal umschauen. So, dann kann ich jetzt nur darauf warten, dass sie kommen. Und in der Zeit ziehe ich mir mal eben noch ein leckeres Ferrero-Küsschen rein. Mmh. Nom nom nom. So schön schokoladig und nussig. Mmh. Nom nom nom. Ach, so. Geht's mir schon gleich viel besser. Schokolade hilft immer gegen den Frust. Ich spreche zu euch herab. Und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Nee, echt? Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Das kann gut möglich sein. Und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Genau. An die Arbeit, Männer. So, der westliche Wachturm ist jetzt zum zweiten Mal entdeckt. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie... Ja, die kenne ich natürlich auch. Warte mal, kann man den von hier oben irgendwie besser erwischen? Das könnte ja gut sein, ne? Dass wenn der hier so rüberfliegt, dass man... Genau, das meinte ich. Töte den Drachen. Oh, nee, das ist doch nicht so toll. Dann begebe ich mich mal eben fix hier runter. Oh, Dovahkiin Musik. Episch. Auf den Drachen. So, ist der da jetzt irgendwo gelandet? Nee, der dreht da gerade. Oder er krüppelt so ein bisschen in der Luft rum. Oh, Kacke. Lande doch! Lass es zu einem fairen Kampf werden. Oder nicht? Wir bräuchten hier so einen Kampfheiler. Alter, die ist voll aufgeladen. Boah. Ja, klopp hier mal alles nieder. Das macht uns gar nichts aus. Ein bisschen Flammen auf ihn rauf und dann geht das schon. Wo ist denn der jetzt? Ach, da hinten. Ah, verdammt, warum immer auf mich, du Wichser? Ah, seine Bisse, die ziehen so krassen Damage. Dann wähle ich das hier gleich mal als Heilung aus. Heile mich. Ist da gerade einer gestorben? Oh. Nehmen wir gleich mal die Stahlpfeile und... Ja, das war's auch noch, was der Feindes dabei hat mit. Ja, komm. Ja, schön, jetzt ist er wieder gelandet und jetzt kann er wieder ordentlich was auf die Fresse hier kriegen. Ja, da hast du mich nicht schnappen können. Ja, ich glaube, so langsam ist es vorbei. Nee, doch nicht. Komm her, lande! Bastard. Na okay, Fliegen ist bei dem jetzt glaube ich auch schon so halb vorbei. Wow. Voll die Feuersbrunst, ey. Ah. Ich muss mir jetzt langsam mal wieder heilen. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Geh kaputt, Schnuggel. Oh, Kacke, ich brauch schon wieder Heiltränke. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der knallt schon ordentlich Damage raus. Bin nicht, bis es wieder später ist. So, und jetzt ist er tot hier. Ah, er löst sich auf. Der verbrennt hier.
Wow. Alter. Geil. Da haben wir das Innere vom Drachen irgendwie in uns aufgenommen. Na, die Stahlpfeile nehmen wir mit. Drachenknochen. 500 sind die wert. Der Drachenschuppen, die nehme ich auch mal mit. 129 Gold auch. Die Wachenrüstung will ich eigentlich nicht haben. Drachenseele aufgenommen. Unter Schreie im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Perfekt. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ja, das kann sein. Drachenblut, wovon redet ihr? Noch nie davon gehört. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja. Klar. Ich weiß nicht, was mit mir so halt passiert ist, ne? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Muss ich jetzt hier so einen Zauber machen oder was? Nee, muss ich nicht. Naja, dann teleportiere ich mich mal, oder? Na egal. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal zur Drachenfeste. Na, okay, kann ich nicht. Dann halt nach Weißlauf. Und dann erstatte ich dem Jarl einfach mal eben Bericht, was so Feines da so passiert ist. Genau! Was braucht ihr? Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Wow! Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen Dovahkiin für Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ja, okay. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Alles, oh, wir wurden gerade von irgendjemanden gerufen. Das ist gut.